Kimberly, möchtest du was trinken? Ja, ein Kakao, bitte. Aber Schätzchen, Kakao macht doch zu dick, das weißt du doch. Gerade jetzt, wo du nicht trainieren kannst, musst du auf deine Ernährung achten. Mäuschen, ich gebe dir einen Kakao. Sag mal, Andrea, reicht es nicht, dass Kimberly so schwer verletzt ist, dass ihre Karriere wahrscheinlich für immer ruiniert ist? Musst du deiner Nichte jetzt auch noch zur Fettleibigkeit verhelfen? Marion, reg dich doch einfach mal ab. Erstens mal war es nicht meine Schuld. Und zweitens mal, sei doch nicht immer so hart. Guck dir doch mal diese strahlenden Kinderaugen an, wenn sie das Wort Kakao hört. Das sollte dich doch viel mehr freuen als so ein hüpfendes Klappergestell von Tochter. Frau Neuer, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen fahrlässiger Körperverletzung an Ihrer neunjährigen Nichte Kimberly Wasser. Und Kimberlys Mutter Marion als gesetzliche Vertreterin für ihre minderjährige Tochter als Nebenklägerin in der Verhandlung teil. Frau Neuer, Ihr Vorname ist Andrea. Sie sind am 23. Juli 1974 in Frankfurt am Main geboren und leben auch dort. Sind verheiratet, Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich habe eine kleine Gaststätte in der Innenstadt von Frankfurt, das Lämpchen. Die Anklage, Staatsanwalt Römer. Ja. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 15. November 2011 hatte die Angeklagte ihre neunjährige Nichte Kimberly Wasser bei sich zu Besuch. Die Angeklagte erlaubte Kimberly, Stiefel von ihr mit 12 cm hohen Absätzen anzuziehen und sie in diesen Stiefeln in ihre Gaststätte zu begleiten. In der Küche der Gaststätte ließ die Angeklagte das Mädchen in diesen hochhackigen Stiefeln alleine, obwohl Wasserlachen auf dem Boden standen. Des Weiteren ließ die Angeklagte einen Behälter mit heißem Frittenfett ungesichert an der Kante einer Arbeitsplatte stehen. Kimberly rutschte in den Stiefeln auf dem nassen Boden aus und riss im Fallen den Kanister herunter. Dabei verletzte sie sich schwer. Andrea Neuer wird daher wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Neuer, werden Sie Angaben machen zur Sache oder werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen? Ja, natürlich möchte ich etwas sagen. Also ich finde das auch ganz, ganz furchtbar, was hier passiert ist. Aber das war nicht meine Schuld, das war ein Unfall. Du hast nicht richtig auf Kimberly aufgepasst. Wegen dir ist sie jetzt vielleicht für immer behindert. Frau Wasser, gleich, Sie haben gleich mal ausführlich Gelegenheit, Stellung zu nehmen, ja? Jetzt möchte ich einfach erstmal die Angeklagte hören. Frau Neuer, warum war Kimberly an diesem 15. November 2011 abends bei Ihnen? Ja, also ich hatte mit meiner Schwägerin Marion vereinbart, dass ich Kimberly vom Ballettunterricht abhole und sie dann mit zu mir nach Hause nehme. Ja, das ist mir nämlich aufgefallen, weil zu mir nach Hause nehmen heißt doch an sich, wenn ich ein neunjähriges Kind abhole, ja, dann bleiben wir daheim, machen irgendwas Nettes, Abendessen, spielen noch ein bisschen und so weiter. Aber das heißt an sich nicht, dass ich sie mit an meinen Arbeitsplatz nehme, mit anderen Worten bei Ihnen, in die Gaststätte. War das von Anfang an klar, dass sie abends dort arbeiten muss? Ja, sicher, das war auch jetzt in der Vergangenheit auch nie ein Problem. Also wenn Kimberly da mitgekommen ist, die Kneipe ist ja auch im gleichen Haus. Sie haben ja vorher mit der Kimberly Modenschau gespielt, nicht? Bevor Sie runter in die Gaststätte gegangen sind. Ja, Kimberly, die liebt das. Also sie spielt gerne Model und das macht ihr halt einen Heidenspaß. Und dann zieht sie meine Klamotten an und meine hohen Stiefel oder Schuhe. Und das ist halt auch richtig süß, ja? Ja, genau das war das Stichwort, was ich von Ihnen hören wollte. Hohe Hacken, das sind doch die Stiefel gewesen, die Kimberly anhatte, ne? Ja. Schön. Oben vorm Spiegel, klar, damit rumtouren. Aber mit sowas geht man doch nicht durchs Treppenhaus und in die Gaststätte nachher. Naja, sie wollte sie halt partout anlassen. Was hätte ich denn machen sollen? Das ist Schuhgröße. Das hier bei Ihnen? 41, ja. Kimberly hat Schuhgröße 36, ja. Und wie soll man da auf solche, oder wie soll das Kind auf solchen Absätzen laufen können? Ich meine, das spielt man in der Wohnung, aber man geht nicht aus der Wohnung mit sowas, ja. Das ist doch extrem unfallträchtig. Kimberly ist sehr langsam gelaufen und für eine Neunjährige hat sie das erstaunlich gut gemacht. Außerdem wollten wir ja nur kurz runter in die Kneipe. Und da ich ja wusste, dass neunjährige Kinder da nicht zu suchen haben, ist sie automatisch sofort zu Massimo in die Küche gelaufen. Ja, und dort das ist schön, aber ich meine, wenn man weiß, dass sie in der Kneipe nichts zu tun hat, als Neunjährige hat sie auch nichts in der Küche des Lokals zu tun normalerweise, ja. Und hinzu kommt, und so sind wir auf dem Punkt, dass das Mädchen alleine war, als er sich mit diesem heißen Fett verbrannt hat. Wie konnte das passieren, dass sie alleine war? Nee, das war vielleicht 2 bis 3 Minuten, wo sie alleine war. Also ja, es war halt so, dass Massimo wollte noch mal kurz raus und Kippen holen und noch eine rauchen.
Ja, und... Haben Sie gewusst, dass dieses Fett auf der Arbeitsplatte stand? Dieses Verhältnis mit heißem Fett? Ja, sicher wusste ich das. Ich hab ja das alte Fett dorthin gestellt. Aber als Massimo kurz rausgegangen ist, dann kam ich wieder rein, um das alte Frittenfett eben in diesen Kanister zu füllen. Und ich habe diesen Kanister aber ganz weit weg in die hinterste Ecke gestellt, ja, auf der gegenüberliegenden Seite, ja, ganz, ja, weit weg von Kimberly. Und ich habe ihr auch eingeschärft, sich nicht vom Fleck zu bewegen. Warum haben Sie nicht bei ihr gewartet, bis der Massimo wieder zurückgekommen ist? Er war doch nur kurz letztendlich weg. Ja, ich habe halt gesehen, dass der Küchenboden nass war. Ja, komplett nass, weil diese blöde Spülmaschine eben einfach manchmal ausläuft. Und dann wollte ich kurz den Hausmeister holen, weil er mir das alte Ding schon öfter mal repariert hat. Um welche Zeit haben Sie die Küche verlassen? Das war ziemlich genau um 19 Uhr. Das weiß ich so genau, weil in der Küche über der Tür so eine große Uhr hängt. Und da gucke ich eigentlich immer automatisch drauf. Ja, und dann waren sie weg und haben das Mädchen da alleine gelassen. Der Boden ist nass, es besteht Rutschgefahr. Da steht ein Behälter mit heißem Frittenfett. Das ist gefährlich. Das Mädchen ist gerade mal 9 Jahre alt und trägt diese Schuhe, die ein paar Nummern zu groß sind. 12 cm hohe Absätze. Das ist doch vorhersehbar, dass da etwas passieren kann, wenn die alleine in der Küche ist für 3 Minuten, oder nicht? Also so wie Sie das jetzt sagen, klingt es völlig anders, als es war. Frau Neuer, Sie tragen die Schuld dafür, dass das Mädchen vielleicht sein Leben lang nicht wieder richtig gehen kann. Glauben Sie eigentlich, ich finde das nicht alles ganz furchtbar, was ja, da passiert ist? Ich dachte, das ist meine Aussage. Ich dachte, mich trifft der Schlag, als ich wenige Minuten vom Hausmeister zurückkomme und siehe Kimberly da wimmernd auf dem Boden liegen. Sie hat ja nicht das erste Mal auf die Nichte aufgepasst. Das muss man immer mal wieder klar sagen. Und zwar jedes Mal mit ihrer Einwilligung. Ne? Ich meine, früher ist nie was passiert. Und zwar deshalb, weil sie eben halt Kimberly immer im Auge hatte. Zwar nicht jede Sekunde, okay, aber eine Neunjährige kann man auch mal 2 oder 3 Minuten aus den Augen alleine lassen. Zumal sie immer klare Anweisungen gegeben hat. Und jetzt auch still da sitzen zu bleiben. Das haben Sie ja vorhin gesagt. Und in der Vergangenheit, ja, war das immer zuverlässig und das Kind war immer folgsam. Ja, also. Soll das jetzt etwa heißen, Kimberly ist schuld? Natürlich nicht. Aber am 15. November ist einfach ein bedauerlicher Unfall passiert, an dem niemand schuld ist. Für den Ihre Mandantin die Voraussetzung geschaffen hat und das hat sie nicht überwacht. Da stand ein Kanister herum oder so ein Behälter mit siedend heißem Frittierfett. So, und der stand nicht nach hinten an die Arbeitsplatte geschoben, der stand ziemlich weit vorne. Sonst wäre das Ganze überhaupt nicht passiert. Der hätte gar nicht runterfallen können. Der Kanister stand hinten in der Ecke. Da sagt uns die Kimberly aber was anderes, wo der gestanden hat. Natürlich sagt sie das, weil das Kind in diesem Punkt lügt, weil es Angst vor der Mutter hat. Sie weiß doch ganz genau, dass die Mutter es nie geduldet hätte, dass die Kimberly auf High Heels da durch die Küche schleicht mit ihr. Entschuldigung, das verstehe ich nicht, warum sie dann einen Grund haben soll, zu lügen, was die Position dieses Behälters angehen soll. Das kann ich nicht verstehen, aber Sie haben doch einen Grund zu lügen. Sie kriegen es doch hier nicht auf die Kette, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir verdammt noch mal wirklich leid, was mit dem Mädchen passiert ist. Das kriegen Sie nicht über die Lippen, Frau Neuer. Sie bleibt einfach dabei, dass die Kimberly gesagt hat, sie soll still sitzen bleiben, sich nicht von der Stelle rühren, bis sie wieder zurückkommen. Und dann wäre natürlich auch ein paar Minuten nichts passiert. Stimmt doch so, Frau Neuer, oder? Ja. Also. Warum erzählt das Mädchen denn bei der Polizei das nicht, wenn das so gewesen ja, sein soll? Was weiß wollen ich Sie, die sitzt hier gleich vorne, muss aussagen. Da muss sie sich von Ihnen der Lüge bezichtigen lassen. Also meine Rechtsanwältin hat Ihnen das doch gerade eben schon erklärt. Sie hatte wahrscheinlich wirklich Angst vor ihrer Mutter, weil sie wieder schimpft. Und sie triezt sie sowieso schon genug. Noch Fragen an die Angeklagte? Nein. Dann möchte ich Ihnen da direkt mit Ihnen beginnen. Frau Wasser, bitte nehmen Sie hier vorne Platz und Sie bitte nehmen Ihre Verteidigerin. Nehmen Sie Platz, Frau Wasser. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, oder das nicht, macht man Sie strafbar. Marion ist Ihr Vorname, Sie sind 41 Jahre alt und Sie wohnen in Frankfurt am Main. Was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite halbtags als Kassiererin und abends gehe ich ab und zu putzen. Als Schwägerin der Angeklagten haben Sie ein Zeugenverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Wie wollen Sie es halten? Ich möchte aber aussagen. Frau Wasser, die Kimberly hat sich bei dem Sturz ja bös verletzt. Was waren die schlimmsten Verletzungen? Ich habe nur ein paar Fotos da, da sieht man die Brandblasen. Da kann man sich vorstellen, wie die Hand ihrer Tochter ausgesehen hat. Was waren die schlimmsten Verletzungen? Ja, also sie hat einen wirklich komplizierten, offenen Bruch am Knöchel. Ja, und von dem heißen Fett ganz schwere Verbrennungen an den Armen und teilweise auch im Gesicht. Wie geht's ihr denn in der Zwischenzeit? Ja, immer noch sehr schlecht. Sie wird nächste Woche zum dritten Mal operiert.
Und das ist alles deine Schuld. Ach, jetzt hör doch endlich auf, Marion. Frau Wasser, an diesem 15. November jedenfalls hat Ihre Schwägerin die Kimberly gegen 18 Uhr oder gegen 17 Uhr vom Ballett abgeholt in etwa. Was war danach abgesprochen? Haben Sie gewusst, dass sie mit der Kimberly um 18.30 Uhr runter in ihr Lokal geht und arbeiten muss? Ja, also nicht so konkret. Also ich habe gewusst, dass Andrea Kimberly zu sich nimmt. Aber sie hat mir immer versichert, dass jemand da ist und auf Kimberly aufpasst. Oh. Ja, und da habe ich ihr vertraut. Hätte ich Kimberly doch bloß selber abgeholt, dann wäre das alles nicht passiert. Ja, so ist es. Ich meine, sie hätten ihre Tochter in der Tat selber abholen können. Aber ist es nicht auch so, dass meine Mandantin in der Vergangenheit immer mal wieder eingesprungen ist, wenn sie keine Zeit hatten, sich um Kimberly zu kümmern? Und ich meine, für wie verantwortungslos halten Sie sie denn eigentlich? Ich meine, Sie vertrauen doch wohl Ihr Kind nicht jedem an. Das hört sich ja so an, als würde ich mein Kind andauernd abschieben. Ich habe 2 Jobs, 3 Kinder und einen Mann, der sehr viel arbeitet. Da ist es ja wohl verständlich, dass man ab und zu mal Hilfe braucht. Absolut. Gab es irgendwelche Geschichten vor dem 15. November, wo irgendwo mal was passiert ist? Gab es irgendwelche Zwischenfälle? Nein, Gott sei Dank nicht. Sonst hätte ich ja Kimberly auch nicht mehr zu Andrea gegeben. Aber so ein mulmiges Gefühl hatte ich immer. Du hast ihre Zukunft zerstört, ihre Karriere und alles, wofür ich in den letzten Jahren gearbeitet habe. Was hatten Sie denn für Pläne für Ihre Tochter, Frau Wasser? Also Kimberly ist sehr talentiert im Ballett. Und mein Mann und ich, wir tun einfach alles, um dieses Talent zu fördern. Und ja, wenn nicht ein Wunder geschieht, dann ist der Traum einer prima Ballerina geplatzt. Die Ballettstunden sind ja ein großes Thema in dieser Familie. Soweit habe ich schon verstanden. Was denken Sie, wie viel haben Sie eigentlich bislang, ich möchte fast sagen, investiert in die Ausbildung? Was kostet so eine Ballettstunde überhaupt? Ja, also da gibt es große Unterschiede. Ja. Also wir haben Kimberly nur bei den besten Trainern trainieren lassen. Ja, und das kostet dann schon so 10.000 Euro im Jahr. Ja, und dafür gehe ich dann abends auch putzen. Und wir kaufen nur bei Discountern ein und ja, in den Urlaub fahren wir gar nicht. Ja, und um Miete zu sparen, wohnen wir in einer 3-Zimmer-Wohnung zu fünft. Hm. Macht Kimberly das gerne, so Balletttraining? Oh ja, also seit wir vor 5 Jahren entdeckt haben, was sie für ein Talent hat, also seitdem ist sie kaum mehr zu bremsen und sie freut sich immer so auf die Ballettstunden und ja, sogar zu Hause tanzt und trainiert sie noch. Sie übt, weil du das willst, ja? Und du sagst doch ständig solche Sachen wie, ach Schätzchen, du kannst zu Hause noch ein bisschen üben. Was soll denn eine 9-Jährige auch anderes machen? Frau Richterin, vor wenigen Wochen war die Kleine total müde und auch kränklich. Und da wollte sie partout nicht zu dem Ballettunterricht gehen. Und sie hat ihre Mutter angefleht, dass sie bei mir bleiben dürfte. Und was sagt diese super Vorzeigemutti? Schätzchen, wenn du heute nicht übst, dann ist die Mama aber richtig traurig. Frau Wasser, das klingt jetzt aber nicht ausgedacht. Ja? Kommt das vor in der Art, dass Sie Ihrer Tochter ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie nicht trainieren? Ja, ich, ab und zu als Motivation. Ich meine, es wäre ja auch jammer schade, wenn sie ihr Talent verschleudert. Doch finden Sie denn nicht, dass das wirklich zu weit geht, eine 9-Jährige derart unter Druck zu setzen? Ich meine, das ist doch emotionale Erpressung, finde ich. Ja, das hat sie doch die ganze Zeit gemacht. Sie hat sie nur gestriezt, emotional erpresst, ihr ein schlechtes Gewissen gemacht und mit Liebesentzug gedroht. So ein Blödsinn. Kimberly liebt das Ballett, das weiß ich genau. Wenn ich das so höre, scheint Kimberly aber mit ihrem Hobby nicht so glücklich gewesen zu sein, wie Sie es uns hier weismachen wollen. Kann es sein, dass Sie mit dem Training wenigstens ein bisschen überfordert haben? Nein, nein, das war ihr größter Traum, prima Ballerina zu werden. Das ist doch totaler Quatsch, Marion. Wach mal auf. Das Kind war permanent überfordert. Sie ist doch keine Hochleistungssportlerin. Sie ist ein Kind. Wie geht Kimberly eigentlich damit um, dass sie seit dem Unfall jedenfalls nicht mehr ins Ballett gehen kann? Ach, sie ist sehr tapfer und sie hat mich sogar getröstet. Wie bitte? Das ist die absolut verkehrte Welt. Also ich war am Boden zerstört. Also ich hab nächtelang geweint und ja, und ich habe ihr natürlich erzählt, wie traurig ich bin, dass jetzt ja alles vorbei ist mit dem Ballett. Sagen Sie mal, hören Sie eigentlich, was Sie da sagen? Da kommt ein 9-jähriges Mädchen, ist schwer verletzt und muss die Mama trösten.
Weil die einfach vor lauter Ehrgeiz platzt? Frau Tassisch, jetzt hören Sie doch bitte auf, hier den Spieß rumzudrehen und so weiter, dass sie traurig ist, dass sie für ihr Kind traurig ist. Das können wir ja wohl verstehen. Und es ist bei so einer Doppelbelastung nicht einfach. Also, da gehen einer Mutter vielleicht auch mal die Nerven ein kleines mir wenig kommt durch. Andere ganz verlieren anderer die Übersicht. Verdacht, Frau Wasser, könnte es eigentlich sein, dass die Kimberly einfach diesen Unfall mit dem Frittenfett selbst herbeigeführt hat, einfach weil sie nach einem Ausweg gesucht hat, wie sie dem harten Balletttraining entgehen kann? Nein, niemals. Sie liebt das Ballett. Wie soll denn so etwas vor sich gegangen sein? Ein neunjähriges Kind verletzt sich doch nicht dermaßen schwer und fügt sich Verbrennungen zu. Wissen Sie noch, was Sie da sagen? Wissen Sie, was in Kimberlys Kopf so vor sich ging? Nur Fragen an die Zeugin Wasser? Nein, danke. Dann möchte ich mal mit Kimberly fortsetzen. Kimberly Wasser, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Das heißt, vielleicht helfen Sie Ihrer Tochter gerade hier rein. Da hier vorne erstmal auf den Stuhl und dann im Anschluss dann zu mir hoch. Mit Krücken ist das ja immer so eine Geschichte. Kimberly, hier muss man die Wahrheit sagen. Das ist nun mal so und deine Eltern haben dir bestimmt gesagt, dass man nicht lügen darf. Das ist hier genauso. Dein Nachname ist Wasser, du bist 9 Jahre alt und wohnst bei deinen Eltern in Frankfurt am Main. Gehst natürlich schon längst zur Schule, ist klar. Welche Klasse in der Zwischenzeit? In die 4. auf der Grundschule. Würde ich schon. Zum Protokoll muss ich gerade was geben. Ergänzungspfleger Dr. Güth hat nichts gegen die Vernehmung einzuhalten. Kimberly, die Angeklagte ist ja deine Tante. Das heißt, du musst gar keine Fragen von mir beantworten. Du kannst sagen, nö, sag ich nichts. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Nur wenn du Fragen von mir beantwortest, dann muss es die Wahrheit sagen. Möchtest du Fragen beantworten von mir? Kimberly, dann komm doch mal zu mir hoch. Deine Mutter hilft dir wieder dabei. Einfach so durch diese Tür da durch, vorsichtig Stufen. Dann können wir uns doch ein bisschen besser hier oben unterhalten. Das ist mir da unten einfach zu weit. So, dann probier mal. So, tun wir die mal ein bisschen auf die Seite. Ich hole so mal ein bisschen weiter her, sonst sehe ich dich ja nun gar nicht, Kimberly. Ich hatte vor einiger Zeit auch rote Krücken. Ich finde, mit roten Krücken kommt man ganz gut durchs Leben. Aber du weißt ja, worum es hier geht, Kimberly. Ja, um meinen Unverwandten Andreas Köcher. So ist es. Der war ziemlich schlimm und du hast dich auch bös verletzt. Wie geht's dir heute so? Ganz okay. Mein Fuß tut zwar noch ziemlich weh. Bald muss ich wieder operiert werden. Es wäre schon das dritte Mal. Ich habe da richtig Angst vor. Das verstehe ich, aber ich meine, guck mal, wenn es hilft, ja, und es geht um dein Fußgelenk, dann musst du auch noch ein drittes Mal durch, denn du willst ja wieder normal drauf auftreten, ne? Hast du Angst vor Spritzen? Nee. Aber wenigstens nicht, aber ich habe welche, fürchterlich. So, und jetzt erzähl mal, was an diesem 15. November, um den geht es ja hier, passiert ist. Also deine, ich will mal alles wissen, das heißt, deine Tante hat dich vom Ballett abgeholt und dann? Dann sind wir zu ihr nach Hause gefahren. Bei Tante Andreas ist es immer total cool. Wir machen da immer total schöne Sachen. Das denke ich mir, ja. Wer kam auf die Idee, sich zu verkleiden, Modenschau zu machen? Deine Tante oder du? Das weiß ich nicht mehr, was machen wir ganz oft. Die Stiefel da habe ich angehabt. Ja. Gelaufen. Hat deine Tante irgendwie was gesagt? Du sollst die Stiefel ausziehen oder wolltest du die anbehalten? Ging es da irgendwie? Hat sie dich gebeten, wieder deine eigenen Schuhe anzuziehen? Nein, ich konnte da ja ganz schön gut drin laufen. Erstaunlich. Ja, ich meine, Ballettschuhe für Spitzentanz sind auch gerade nicht Hausschuhe geeignet. Ne? In der Gaststätte hast du dich dann in der Küche aufgehalten. Ne? Was hast du noch gemacht? Also da war ja der Massimo, das ist der Koch. Mit dem habe ich ein bisschen gequatscht und ihm am Kochen zugeguckt. Ich durfte sogar ein bisschen Gemüse klein hacken. Oh, aha. Und nur ist der Massimo mal wieder Raucher. Mit anderen Worten, die Raucher müssen alle naselang in die frische Luft. Also er auch und war dann kurz weg. Wie lange bist du so geschätzt in etwa alleine geblieben? Ach, gar nicht lang. Da kam ja sofort meine Tante wieder rein. Die hat ja nämlich das Frittenfett abgefüllt. Ja, und jetzt hört sich das an. Und dann ist deine Tante aber ziemlich schnell wieder rausgegangen. Weißt du warum? Ja, genau. Sie hat ziemlich laut geflucht, weil die Spülmaschine mal wieder kaputt war. Mhm. Wo sie hin? Alles war nass. Sie ist zum Toni gegangen. Toni ist der Hausmeister, ne? Ja. Und der Kanister mit diesem Frittenfett. Wo hat ihn deine Tante stehen lassen?